Nein, diesmal mache ich hier nicht direkt eine Review oder sonstige. Was alle meisten kennen diesen Ort schon von älteren Videos und ein paar kleinen Crossover-Dingern. Oh yeah. Mein nicht ganz gerades, aber aus Sperrholzplatten zusammengetragenes Manga-Regal mit ein paar nicht ganz jugendfreien Figuren. Also nicht extrem, aber naja. Das ungefähr, naja, ich würde mal sagen, die Hälfte meiner bisherigen Manga-Kollektion ausmacht wahrscheinlich. Aber um das geht es mir da nicht. Ich werde sicher mal wieder einmal darüber machen, falls jemand das wünscht. Und ich habe bereits vor, wow, mindestens 2 Jahren einmal ein Video über dieses Regal hier gemacht. Über die ganzen Figuren, die Sachen, die darin sich befinden und so weiter und so weiter. Und da hat sich auch in den letzten 2 Jahren nicht mehr viel getan. Obwohl einige Sachen verschwunden sind. Oh, naja. Aus unerklärlichen Gründen, weil ich habe sie niemandem geliehen. Aber ein paar von den älteren Sachen, zum Beispiel so noch in alten Panini-Klassikern wie. Oh yeah, das bringt's. AD Police. Die Erstausgabe von einem. Komischerweise nicht ganz Erstausgabe von. Empfohlen von Animania. Ja, okay. Record of Lotus Wars. Burn Up W. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf was das Ding hier eigentlich gespooft ist, aber ich muss mal darüber nachdenken. Natürlich die. Jo, da sind mir zum Beispiel auch alle Teile abhanden gekommen, bis auf den hier von Grenadier. Witzigerweise sehr fanservice-lustig, aber trotzdem witzigerweise sehr ein paar interessante Story-Wendungen drin. Naja. Oh ja, dann meine US-Version von Ghost in the Shell. Dann Original Panini. Jo, ist wirklich Panini-Videos. Yeah. Manga Entertainment, Bubblegum Crash. Oh yeah, aber um dieses Regal hier, mehr oder weniger, geht es ja heute nicht. Ich bin mal hier eher wegen dem hier hinten. Yep. Dieser Müllhaufen ist so etwas Ähnliches wie meine Werkstatt. Schrägstrich. Endlager für Sachen, die ich verstecken muss, damit sie nicht irgendwie verschwinden, was ich nicht ganz schaffe, wie ich hier schon behauptet habe. Aber hier eine große Auswahl an Spielen, hinten noch mehrere Stapel an Sachen noch vor der DVD-Ära, also im CD-ROM-Format. Und noch ein paar alten Magazinen und Comics aus dem französischen und amerikanischen Bereich. Ich konzentriere mich aber heute eher mal um dieses Teil hier. Ich glaube, hier ist mehr Material drinnen, als man sich wünschen konnte. Ich werde wahrscheinlich mehrere Teile machen. Oh yeah. Wie man hier sieht, man hat hier einen guten Überblick über ja, mein Arbeitsverhalten, wenn es um die, ja, wie soll ich sagen, Materialauswahl für Cosplay und Lab-Waffen geht. Inklusive einiger echter Relikte, die hier rumliegen. Aber was soll man machen? Man muss eben mit den Sachen arbeiten. Oh yeah. Ich habe keine Ahnung, wie das hier gelandet ist. Ich glaube nicht, dass ich es gespült habe, aber naja, es passt hier ganz gut in die Reihe. Ja. Okay, weiter dann mit dem Regal. Yep. Und wir fangen hier gleich mal mit diesem ganzen mehr oder weniger zusammengewürfelten Haufen. Yeah. Von DVDs an. Einige Sachen sind komplett und ich weiß noch nicht, ob sie hier rumliegen oder in meinem, ja, mal sagen, Domizil sich befinden. Aber die meisten Sachen sollten komplett sein und wenn das nicht der Fall sein sollte, werde ich es natürlich sagen. Wie zum Beispiel, wie mag ich anfangen? Das ist glaube ich eine der wenigen komplett Boxen, die ich gekauft habe. Die ist auch nicht so alt von Full Metal Panic. Ist aber nur die erste Staffel. Da wird sich eigentlich hier nur eine einzige Ausgabe von Asumanga Daioh rum. Es müssten noch mehrere rumliegen. Ich hatte eigentlich alle. Und sogar noch die OVA zusammengeschnitten mit Asumanga Web Daioh. Aber bin mir nicht ganz sicher, wo das jetzt gelandet ist. Es müsste auf jeden Fall hier irgendwo rumliegen. Oder da hinten. Oder da draußen in ungefähr 3 Kilometer Entfernung im anderen Gebäude. Naja, ich verteile meine Sachen immer gerne. Ansonsten, was hätten wir hier noch? Oh, ne, das erste Teil von Ergo Proxy. Naja, auch nur wieder eine. Ich weiß nicht genau, wo die anderen hin sind. Es müssten hier irgendwo welche sein. Ich suche, wie gesagt, ich bin hier, ich habe nichts vorbereitet. Ich bin erst in einer Stunde hier
und versuche hier ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ich verbringe nur normalerweise nur die Sommerzeit in diesem Gebäude, das von niemandem genutzt wird außer mir. Und naja. Und es ist arschkalt, auch nachdem ich hier eingeheizt habe. Naja. Oh yeah, wonderful days. Ich würde mal sagen, ein interessantes Machwerk. Über eine postapokalyptische Zukunft, in der Umweltverschmutzung zur Energiegewinnung genutzt wird. Ich würde nichts sagen, aber diese beiden Sachen haben irgendwie was gemeinsam. Also Ergo Proxy und das hier sind sich irgendwie an einigen Stellen sehr ähnlich. Iria, Volume 1, Episode 1 bis 3. Es gibt noch zwei Teile. Interessanterweise rausgekommen von, ihr wisst schon, wen. Natürlich auch wieder von der gleichen Firma. Yep. Zoom, 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 yep. 3x3 Augen, OVA 1 bis 4. Und die ersten beiden Ausgaben von 1 und 2 von Devil May Cry. Die, glaube ich, habe ich nicht komplett, weil sie mir nicht gefallen haben. Dann nur die einzige Ausgabe, die ich gekauft habe, von Soul Taker. Die ich mir vielleicht einmal, wenn ich Gelegenheit habe, noch den Rest besorgen werde, bevor ich ihn noch bekomme. Naja. Dann hier liegen, witzigerweise, ich habe sie erst jetzt wieder gefunden, die ersten beiden DVDs von Harumi Suzumiya. Ja. Okay, die Melancholie der Harumi Suzumiya, sorry. Da werden sonst dann wieder ein paar Fanboys extrem rausgejagt aus ihren Löchern. Und dann die ersten 1 und 3. Komischerweise nur 1 und 3 von Black Lagoon. Die ersten beiden Ausgaben von He is my Master. 1 und 2. Müsste aber auch irgendwo noch 3 und 4 rumliegen. Dann nur die eine einzige Ausgabe, die ich gekauft habe, von Gungrave. Damals noch von Panini. Na, Zoom, Zoom, Panini. Das ist eben eins von diesen Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay. Ich hatte die erste Ausgabe, hat mir sie gefallen, aber da ich die Box dann etwas günstiger bekam, habe ich mir dann alles von Tenshu Tenge geholt. Also simpel, das hier mehr oder weniger im Nirvana. Deswegen ist es auch, glaube ich, hier in den Regal und in diesen Kästen. Was noch unten dabei ist. Ah, das ist leer. Sind nur leere DVD-Hüllen drin. Von denen habe ich auch zigtausende. Dann kommen wir zu ein paar Komplettsachen. Die komplette neuen DVD-umfassende Reihe von Love Hina, die einige nicht so gern mögen, anscheinend, wie ich jetzt rausgefunden habe. Also wirklich alles. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von DVD-Boxen. Keine Ahnung warum. Aber naja, es ist ja auch eine Zeit gewesen, bevor alles in Kollektionen rauskam und naja. Dann hier 1, 2, ne, nur 2, 3, 4 und 5 von Kitty Grant. Die anderen Teile müssten noch in einem anderen Regal liegen. Ich weiß, ich hatte sie komplett. Naja. Science Fiction, Mädchen mit Superkräften, warum nicht? Einige haben Parallelen gezogen damals zu Burst Angel, zu dieser Serie. Ich bin mir ganz sicher, wieso, aber naja. Dann alle 6 OVA-Teile von Berserk, ebenfalls noch rausgebracht worden von Panini Video. Immer wieder ein Genuss, sowas anzuschauen. Dann Act 1 und 2 von Gunslinger Girl. Ich war von dieser Serie nicht so begeistert am Anfang, aber dann haben wir später in den zweiten Teil angeschaut. Und Entschuldigung, ja. Ich trage anscheinend wieder gerade eine leichte Erkältung aus, aber es wird schon besser. Dann, oh ja. Oh ja, das bekommt man auch noch ganz selten. Die Blood Edition von Guns. Mit diesem netten kleinen, diesem lustigen kleinen Gelpack. Ich hatte leider nicht mehr die Gelegenheit, mir den entsprechenden Schuber zu holen, obwohl, mit einer Hand zu arbeiten ist komisch, es den Gutschein immer noch gibt, aber leider habe ich gehört, dass das nicht mehr zu haben ist. Tja, warum wohl? OVA. Blut unterlaufen. OVA Films. Tja. Also wie gesagt, das sind doch die ganzen Originalausgaben. Das sind nicht diese Kollektionen und Sammelboxen. Das sind doch alles die Originalausgaben, das mir mal zeigt, wie alt ich bin.
Ganz schlecht. Dann hier. Etwas, was ich jeden Evangelium-Fan ans Herz legen möchte. Rassefon. Ebenfalls wieder von Panini Video. Es macht eigentlich genau dasselbe wie Neon Genesis. Nur halt eben auf einem komplett anderen Level. Es ist nicht so durchzogen mit metaphorischen Bildern und nicht so stark religiös angehaucht, aber hat ein paar wirklich sehr interessante, sagen wir mal so, Sichten über die Zeit. Vor allem, weil du hast hier verschiedene Zeitperioden, wenn ein Held mehr oder weniger in der Zeit eingefroren ist und seine Bekanntschaften alle schon erwachsen sind, weil er noch, noch in den Teenagerjahren ist. Also es ist ein Machwerk, das man sich wirklich mal anschauen sollte. Oh yeah. Ah, ja, dann etwas, was witzigerweise nicht so Anklang fand zu seiner Zeit, aber naja. Oh, ja, hier fällt alles rum. Samurai Champloo. Ah, das habe ich komplett, alle 8. Oh yeah. Ebenfalls wieder rausgebracht von Panini Video. Das sind eigentlich die beiden größten Sachen, die ich raus habe. Entweder Anime Visual, damals noch Anime Visual, nicht kaufe, und Panini. Das waren eigentlich die Sachen, die ich wirklich am meisten gekauft habe. Oh yeah. Dann hier. Ah, ebenfalls wieder Panini Video. Und sorry für den letzten Panty-Shot an der Seite. Ghost in the Shell, Standalone Complex, die erste Staffel. In ihrer Komplettheit 8 DVDs. Oh ja. Und dann geht es hier hinterlich noch weiter. Ich habe hier auch aus irgendeinem unabhängigen Grund einmal mit die Anime-Version, nicht Anime-Version, aber die Cartoon Network-Version von den Clone Wars geholt. In der damaligen Hoffnung, dass wenigstens dieses doch einigermaßen Sinn machen. Das ist nicht schlecht, aber das Ding rettet es nicht mehr. Sorry. Anzuschauen, ja, aber hat nichts mit Animes zu tun. Ich schaue auch andere Sachen übrigens, also ist nicht so. Dann, oh yeah, oh yeah, oh, etwas, was wirklich kaum noch jemand kennt. Und das ist nur die OVA-Reihe, nicht aber die Serie. Zu Mahou Tsukitai. Tsukai Tai, Entschuldigung. Magical Users Club. Ich wollte mal sicher, wer das rausgebracht hat. Ja. OVA. Es ist eigentlich eine lustige Schulgruppe, die sich in der Magie gegen Außerirdische, die wirklich mehr oder weniger auf eine wirklich brillante Art und Weise dargestellt werden, sondern nicht nur als eine große röhrenförmige Struktur über der Stadt. Und eine kleine Gruppe von Schülern versucht mit Magie diese Außerirdischen zu bekämpfen. Eine Idee, die wirklich sehr einfach und sehr lustig ist. Und vor allem noch eine von diesen klassischen Shonen-Styles hat. Sorry. Ah. Die Erkältung wird mich noch nerven. Das sehe ich jetzt schon. Dann. Ikitosen habe ich aber nur die ersten 4. Yep. Ich weiß gar nicht mal, weil es ist noch Folge 11 bis 13, ja. Bis 13, aber die ersten 4 habe ich davon. Keine Ahnung. Da verlor ich irgendwie das Interesse und habe dann den Manga gekauft und die habe ich dann auch nicht mehr weiter irgendwie. Die hatten dann nicht mehr so das Niveau, dass ich mir von einer Story unterhielt.